Hallo, liebe Mediziner, es gibt wieder mal einige Neuigkeiten, über die ich euch gerne informieren möchte. Ich habe in letzter Zeit mehrere Fälle auf den Tisch bekommen, wo wir es erfreulicherweise mit Hilfe von Rechtsanwälten geschafft haben, dass Kenntnisprüfungen annulliert wurden und die Teilnehmer dadurch neue Möglichkeiten erhalten haben. Ja, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, um gegen eine erfolglose Kenntnisprüfung vorzugehen. Ich hatte früher schon darüber berichtet, dass es sehr stark darauf ankommt, dass Sie überprüfen und festhalten, ob bei der Anamnese in der Humanmedizin auch ein Prüfer dabei war. Inzwischen gibt es eine neue Rechtsprechung. Wenn die Dauer der Prüfungsabschnitte gewaltig unter- oder überschritten wird, dann kann man die Prüfung auch anfechten. Es gibt allerdings noch ein weiteres Beispiel. Das ist eigentlich in letzter Zeit erst sehr stark hochgekommen, weil die Rechtsprechung sich dazu verfestigt hat. Und zwar geht es darum, dass das Gesetz vorsieht, dass vor einer Kenntnisprüfung die Gleichwertigkeit überprüft werden muss. Muss. Wenn diese Gleichwertigkeitsprüfung nicht erfolgt ist, dann kann es danach auch keine Kenntnisprüfung geben, weil es ist zwingend. Betone, zwingend vorgeschrieben, dass eine Überprüfung der Gleichwertigkeit als erstes zu erfolgen hat. Erst wenn diese Überprüfung, sprich die Auswertung der von Ihnen vorgelegten Unterlagen, der Vergleich mit einem deutschen Studium, die Bewertung Ihrer Berufserfahrung und den Erfahrungen des lebenslangen Lernens, alles wenn das nicht bewertet wurde, dann können Sie auch nicht in die Kenntnisprüfung. Das Interessante dabei ist, dass wenn Sie die Kenntnisprüfung nicht geschafft haben, auch mehrfach nicht geschafft haben, diese Kenntnisprüfung hätten dann gar nicht stattfinden können. Dann werden Sie sagen, ja, aber ich habe ja auf die Gleichwertigkeitsprüfung verzichtet und gesagt habe, ich möchte sofort in die Kenntnisprüfung. Das passiert übrigens oft, wenn die Behörden ihre Unterlagen sehen und dann sagen, aus dem Land haben wir noch nie eine positive Begutachtung erhalten, gehen Sie doch besser gleich in die Kenntnisprüfung. Geht nicht. Diese Fälle können Sie angreifen und ich kenne inzwischen mehrere Verfahren, in denen man zurück zur Gleichwertigkeitsprüfung gegangen ist. Nun sollten Sie bitte eins im Auge halten. Natürlich ist es ein Erfolg, wenn die Kenntnisprüfung nicht gewertet wird. Aber prüfen Sie doch bitte selbst einmal, ob Sie alle Unterlagen beigebracht haben, die für eine erfolgreiche Gleichwertigkeitsprüfung notwendig sind. Dabei kann ich Ihnen gern behilflich sein. Das ist meine Arbeit als Gutachter. Ich mache das jetzt seit über 10 Jahren und habe unzähligen Ärzten zur Approbation verholfen, wobei ich immer sagen muss, es gibt ein tolles Anwaltsteam im Hintergrund. Ich kann Sie an 3 verschiedene Anwaltskanzleien verweisen, die alle entsprechende Erfahrung in diesen Bereichen haben. Also selbst wenn Sie die Kenntnisprüfung nicht geschafft haben, rufen Sie mich doch einmal unverbindlich an. Der Anruf ist völlig kostenlos, kostet Sie nichts. Sie erreichen mich unter der Nummer 02206 911216. So, das war's mal wieder für heute. Bleiben Sie gesund und alles Gute.